Und zack, Leute, sind wir umgezogen. Zimmertür zu. Es geht jetzt ab zum Strand. Wir nehmen die Abkürzung. Wir nehmen mal diese Abkürzung hier. Keine Ahnung, warum die hier keinen Durchgang gemacht haben. Wenn man nicht diese Abkürzung nimmt. Oh, das wäre beinahe... Nee, alles easy verlaufen. Wenn man nicht diese Abkürzung nimmt, dann muss man total den Umweg laufen. Da haben wir keinen Bock drauf. Also meiner Meinung nach die totale Fehlkonstruktion, da hätte ich auch hier eine Tür bauen können. Da müsste man nicht jedes Mal klettern. Hübsches Kamel! Ist das Kamel von der Camel-Werbung? Wir bewegen uns jetzt Richtung Strand. Und wo wollen wir hin? Ins Bett oder in den Ofen? Es gibt ja einmal diese Daybeds und einmal so eine überdachten Liegen, die sehen aus wie ein Ofen. Wie diese ägyptischen Steinofen. Was möchtest du lieber, mein Schatz? Wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Such dir was aus. Wir schauen einfach mal, was frei ist. Hier holen wir uns dann immer Handtücher und dann geht's da aufs Daybed oder da hinten auf die Liege. Das ist so ungefähr 30 Sekunden Fußweg von unserem Zimmer. Erstmal die Handtuchkarten rausgeholt. So. Shukran. Was ist Handtuch auf Arabisch? Bashkir. Bashkir? Bashkir. Yes, Bashkir. Inin Bashkir? Yes. Shukran. Nächste Station. Wasser. Schnapsauswahl. Hallo. Wir nehmen Maya. Falls euch das interessiert. Mofatla? Mofatla. Shukran. Wie heißt das? Mofatla. Bitte. Also hier seht ihr mal diese Daybeds und da sind auch reichlich vorhanden, da kriegt immer jeder noch was von ab. Und sogar in erster Strandreihe sind auch noch welche frei. Ja, auch zu späterer Blick. Auch zu späterer Uhrzeit noch, also da kriegt man immer. Also wenn du willst, dann können wir jetzt hier hin und wenn nachher die Sonne angewandert kommt, ziehen wir um. So machen wir das. Alles klar. Sansibar. Guckt euch das an. Und dabei habe ich heute Morgen schon die Betten aufgeschüttelt. Mit ganz viel Liebe macht er das. So. Kommt mal mit mir mit. Ich zeige euch jetzt zum Vergleich nochmal. Die liegen unter diesen, was Corinna Backöfen nennt. Genau, die sind hier. Und sie hat gesagt Backofen, weil das so ein bisschen aussieht wie dieser Pizzaofen oder Brotofen hier im Restaurant, im Hotel. Und hier hat man so viel Strand und freie Fläche. Da waren wir meistens immer schnorcheln, dann sind wir da rüber geschnorchelt und in die andere Richtung geschnorchelt, bis zum Albatross Beach, das ist da hinten. Da kann man besser planschen, da kann man einfacher ins Wasser reingehen, weil hier ein bisschen Steine sind und so. Zum Planschen ist Albatross Beach besser im Meer. Wir begeben uns jetzt ins Wasser zum Schnorcheln. Dafür gehen wir jetzt hier den Steg längs, gehen nach vorne ins Wasser. Und gestern waren wir auch schon schnorcheln, vielleicht habt ihr das Video gesehen, da waren wir da, wo die orangenen Ringe sind da und die Bojen. Und heute wollen wir einen Tick weiter, und zwar da hinten, da sind auch überall dunkle Stellen im Wasser. Und da wollen wir mal gucken, was da zu sehen ist, weil da ist ein bisschen weniger los. Und dann werden wir mal sehen, was wir da zu sehen bekommen. Und das werden wir dann sehen. Mensch, armes Mäuschen. Autsch. Das finde ich auch super, dass hier überall so eine Schilder sind. Da wird doch so ein bisschen, noch ein bisschen sensibilisiert im Umgang mit den Fischen und mit den Korallen. Und trotzdem halten die Leute sich leider nicht daran. Mann, Mann, heute schaukelt das hier so, da wird man ja richtig seekrank. Ab ins Wasser mit dir.
Ja, was haben wir da wieder rausgezogen aus dem Meer? Plastiktüte, Zigarettenstummel. Oh, reicht ja auch erstmal, ne? Das gehört da rein, nicht ins Meer.